Herzlich willkommen zur Accra 2024. Heute führen wir euch durch die Accra, durch das Messegelände, sowohl die beiden Hallen als auch das Freigelände. Wir wünschen euch viel Spaß. Unsere Tour starten wir in Halle 5, die Tierhalle. Hier findest du alles, was du für die gute Tierhaltung benötigst, also sowohl Belüftungssysteme als auch einzelne Materialien oder auch Hilfsmittel, zum Beispiel zum Stall ausmisten. Auch verschiedene Versicherungsunternehmen sind hier mit vertreten. Natürlich dürfen Tiere von Hasen über Hühnern bis hin zu Schafen, Kühen, Pferden und auch Alpakas nicht fehlen. Diese können hier zum Teil auch gestreichelt werden. Das Highlight in dieser Halle sind natürlich die Tiershows. Hier zu sehen sind besonders die kleinsten Besucher der Messe sehr begeistert davon. Wahnsinn, was es alles schon in Halle 5 gab. Jetzt geht der Weg durch die Glashalle in Halle 2. Hier in Halle 2 befinden sich unter anderem kleine regionale Stände mit selbsterzeugten Produkten. Auch ein Bereich direkt, der sich nur mit Frauen in der Landwirtschaft beschäftigt, ist hier zu sehen. Eine kleine Maschinenausstellung unter Dach und das Ganze ab. Natürlich darf auch Bekleidung, besonders bei der Arbeit in der Forstwirtschaft, nicht fehlen. Ein extra Bereich für die Forsttechnik ist auch eingerichtet. Jetzt gehen wir rüber ins Freigelände. Die Herzen der Landtechnik-Fans schlagen hier höher. Schlepper jeglicher Marken oder auch Häcksler, Mähdrescher, Anbaugeräte, Forstgeräte, Bodenbearbeitungsgeräte, aber auch Kommunaltechnik. All das findest du im Freigelände. Also lass uns jetzt mal in Ruhe umschauen. Thank you.
Auf dem Freigelände 2, gleich neben mir aus Gien, befindet sich der Stand der Gerathes Landmaschinen GmbH, zusammen mit Fredo und Duraplast. Hier siehst du unter anderem Radladertechnik von Chine, Bodenbearbeitungsgeräte von Formed, Gülle- und Düngetechnik, wie beispielsweise den großen Fredo-Gülletrag von der Firma Fredo Dodewort und auch Kunststofftanks von der Firma Duraplast. Auch Schlepper aus vergangenen Zeiten, also richtig alte Landtechnik, ist hier zu entdecken. In dem Bereich ist auch eine Geschicklichkeitsübung mit dem Schlepper durchzuführen. Nun sind wir am Ende dieses Rundgangs angekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gern ein Abo und ein Like da. Und sag uns in den Kommentaren, was dir am besten an der Akra gefallen hat. Nun bleibt uns nur noch sehr herzlichen Dank zu sagen an den Kunden und die Besucher, die an unserem Stand waren, für die wunderbaren Messegespräche. Wir freuen uns schon auf die nächste Akra in 2 Jahren. Bis dahin macht's gut!